Arztbesuche. Egal ob Facharzt für Allgemeinmedizin, Anatomie oder Chirurgie, früher oder später müssen wir alle da mal hin. Hier sind Dinge, die beim Arztbesuch besonders Kopfschmerzen bereiten. Ihr seid alt genug. Ich bin mir sicher, dass ihr eure Arzttermine auch alleine machen könnt. Mom, könntest du mir einen Termin beim Arzt machen? Ich fühle mich nicht wohl. Jeder kennt die Wartezeiten beim Arzt. Mal ehrlich, da warte ich lieber einen Montagmorgen im Bürgerbüro. Doktor, ich will Sie wirklich nicht hetzen, aber... Ich habe hier noch andere Kunden, okay? Peter hier hat Schnupfen. Ich bin der Peter. Was könnte so wichtig sein? Ach, nichts, Sir. Sorry. Versichert zu sein ist schön und wichtig. Stellt euch mal vor, eure Versicherung läuft kurz nach der OP ab. Glückwunsch, die Operation ist gut verlaufen. Entschuldigen Sie. Ja? Wie, dieser Patient ist nicht mehr versichert. Ah, verstehe. Was? Alles in Ordnung, alles gut. Ich glaube, jede Person, die schon mal beim Arzt war, erinnert sich auch an dieses monströse Holzstäbchen. Pure Folter. So, machen Sie, hier kommt das Flugzeug. Ja, in der Uni war das mit der Prostata-Untersuchung etwas anders. Stellt euch vor, ihr studiert jahrelang Medizin und dann werden euch in der Praxis solche Fragen gestellt. Wie, Rattengift ist kein Gewürz für meine Lasagne? Ich versichere Ihnen, das ist kein Placebo-Effekt, das ist Heilmedizin. Woher hätte ich wissen sollen, dass es gefährlich ist, aus dem 5. Stock zu springen? Bin ich ein Wissenschaftler oder sowas? Wie, das war eine dumme Idee. Ärzte sagen immer, dass Röntgenaufnahmen nicht gefährlich sind. Aber warum sprinten sie dann immer raus? Keine Sorge, Sir. Röntgenaufnahmen sind völlig harmlos. Es gibt gewisse Wunden, die einfache Medikamente nicht heilen können. Ja, 2 Antibiotika morgens und abends und du bist wieder fit. Vergesst nie, an apple a day keeps a doctor away. Vergesst es bloß nicht. Gute Nacht, Dad. Gute Nacht, mein Sohn. Oh Gott, was ist das? Ein Apfel, Dad. Du hast deinen Apfel nicht gegessen? Aber Dad, was soll denn schon passieren? Ich weiß, der Beruf als Arzt ist echt stressig und anstrengend. Aber können Ärzte bitte die Medikamente mit einer schöneren Schrift verschreiben? Mein Arzt hat gesagt, ich soll das hier holen. Oh, ja. Hm. Was ist das? Oh, ja. Was? Was ist das? Das dachte ich mir schon. Ein Haar. Welche Dinge stören euch an Arztbesuchen? Teilt das Video und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, ein Hustensaft sollte es auch machen. Brauchen Sie eine Krankschreibung?